Hallo, ich bin hier gerade in Italien für ein verlängertes Wochenende, weil ich auf eine Hochzeit eingeladen bin. Und ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit und zeige euch, was ich so für Zahnpflegeprodukte für die paar Tage mitgenommen habe. Ich bin auch nur mit Handgepäck gereist und es sind auch wirklich nur 3 Tage, die ich hier bin. Und ich fange mal an mit dem, was direkt vor mir steht. Das ist einmal die Zahncreme. Ich habe die Optischmelz von Elmex mitgenommen. Wenn man im Urlaub ist und gerade auch auf Hochzeiten eingeladen ist oder halt nicht, sich nicht aussuchen kann, was man essen kann, dann ja, hat man ja doch manchmal auch Dinge dabei, die eher säurehaltig sind oder gerade auch im Urlaub, ja, man trinkt vielleicht doch mal einen Saft oder in Italien ist es ja auch nicht die gesündeste Ernährung mit Pasta und Pizza und Pane und was es hier alles so gibt. Und ja, da ist Optischmelz auf jeden Fall ein ganz guter Schutz für die Zähne und unterstützt eben auch die Remineralisierung der Zähne. Deswegen habe ich mich für die Zahnpasta entschieden. Normalerweise nehme ich immer verschiedene Zahnpasten mit in Urlaub, aber jetzt für die 3 Tage mit Handgepäck habe ich mich zum ersten Mal auf eine einzige beschränkt. Ich glaube, das ist wirklich das erste Mal in vielen, vielen Jahren, dass ich nur eine Zahnpasta dabei habe. Ja, dann direkt daneben meine Knirscherschiene habe ich auch dabei. Ist jetzt nicht so spannend, deswegen machen wir mal direkt weiter. Daneben seht ihr die Sachen von Marc. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Das sind seine, aber eigentlich haben wir fast das gleiche dabei. Auch seine Schallzahnbürste. Er hat seine eigene dabei. Und ich habe hier meine Handzahnbürste. Die Love Edition ist das. Eigentlich die Curaprox Ultrasoft 5460. Aber eben als Special Edition mit dem Herzchen im Bürstenkopf. Dann habe ich noch die 1009 dabei als Single-Zahnbürste. Und dann machen wir mal hier unten auf dem Fußboden weiter. Da ist meine Schallzahnbürste mit dem blauen Bürstenkopf. Und den Single-Aufsatz, den habe ich auch dabei. Ich bin immer ganz froh, wenn jeder seine eigene Schallzahnbürste hat, weil wir gerade auch im Urlaub doch uns häufig gleichzeitig abends Bett fertig machen und gleichzeitig die Zähne putzen wollen. Man ist den ganzen Tag unterwegs, kommt nach Hause, will die Zähne putzen und nicht auf den anderen warten müssen. Und ja, das musste auf jeden Fall noch ins Handgepäck passen. Und da wollte ich nicht mir eine teilen und nur einen Bürstenkopf mitnehmen. So viel Platz muss sein. Dann schauen wir mal, was ich hier noch habe. Einmal den Daily Cleaner für die Knirscherschiene, um die zu reinigen. Die Prothesenbürste, um die Knirscherschiene zu reinigen. Dann habe ich die Box von der Knirscherschiene dabei. Zahnseide darf natürlich nicht fehlen, die ungewachste von der Eigenmarke von Budni, Diadent. Und meine Interdentalbürsten von Curaprox. Ich brauche die Größen Türkis und Rot. Und das war's an Zahnpflegeprodukten. Wirklich diesmal aufs Minimum beschränkt. Ja, die Sachen brauche ich einfach dabei. Egal wie kurz ich nur weg bin, das muss mit. Also, das sind so die Basics von mir. Solltest du jetzt Lust bekommen haben, auch ein paar Produkte von Curaprox zu kaufen, dann sparst du mit meinem Code DrAmi20 20% auf alle Produkte von Curaprox auf den gesamten Warenkorb über die Homepage www.curaprox.de. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal, was ihr so für Produkte verwendet.